Der Goodbye-Deutschland-Star Daniela Büchner sorgt in letzter Zeit vor allem mit seiner Figur für Aufsehen. Denn die 45-Jährige hat eine große optische Veränderung hinter sich. Ganze 15 Kilo hat sie in den vergangenen Monaten abgenommen. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Bilder von sich und lässt ihre Follower daran teilhaben. Doch leider erhält die Auswanderin nicht nur positives Feedback zu ihrem neuen Aussehen. Nachdem sie sich selbstbewusst in einem pinken Bikini zeigt, schreibt ein User unter das Bild: "Dachte, sie hat so viel abgenommen." Daraufhin teilt Daniela den Kommentar in ihrer Story und macht ihrem Ärger Luft. So eine wahnsinnsdumme Aussage. Genau aus solchen Gründen fängt man an sich zu zweifeln. Aber die Wahlmajorkinerin lässt sich von den negativen Kommentaren nicht beeinflussen und versucht, diese auf die lockere Schulter zu nehmen. Die Fünffachmutter betont, dass ihr bei all den Meinungen über sich ihre eigene Meinung mittlerweile am wichtigsten sei. Kurz darauf postet sie ein ironisch gemeintes Video in ihrer Story, in dem sie sich vor dem Spiegel in einem kurzen Kleid mit Leopardenmuster zeigt und nach Meinungen zu ihrem Look fragt. Wir sollten lernen, uns allen gegenseitig zu unterstützen und nicht immer rumzunörgeln.